Lazarus wird wieder lebendig. Ein Wunder, das Jesus tat. Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha waren gute Freunde von Jesus. Eines Tages wurde Lazarus schwer krank. Da Jesus gerade in der Nähe unterwegs war, sagten Maria und Martha ihm Bescheid und baten ihn zu kommen. Als Jesus davon hörte, entschied er, noch 2 Tage zu warten und dann zu den Geschwistern zu gehen. Zu seinen Freunden, den Jüngern, sagte er: Diese Krankheit wird ihn nicht umbringen. Nein! Durch diese Krankheit wird Gott zeigen, was er kann und welche Kraft er seinem Sohn gegeben hat. Als Jesus in dem Ort ankam, wo Lazarus, Martha und Maria wohnten, kam ihm Martha schon entgegen. Sie weinte: Jesus, Lazarus ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, würde er noch leben. Aber ich vertraue dir trotzdem, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Er wird wieder lebendig werden, antwortete Jesus. Ja, das weiß ich, bestätigte Martha. Am Ende der Zeit wird Gott uns alle wieder lebendig machen und wir werden zu ihm kommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer auf mich vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, ermutigte sie Jesus. Glaubst du das? Martha antwortete: Ja, das tue ich. Dann ging sie nach Hause und schickte Maria zu Jesus. Auch Maria sagte zu Jesus: Wenn du hier gewesen wärst, würde Lazarus noch leben. Jesus fragte sie, wo sie Lazarus hingebracht hatten, und Maria führte ihn zum Grab von Lazarus. Als Jesus das Grab sah, musste auch er weinen. Die Leute, die ihn weinen sahen, fragten sich: Er hat doch so viele Wunder getan. Warum hat er seinen Freund nicht geheilt? Jesus bat die Leute, den Stein vom Grab wegzurollen. Er liegt schon ein paar Tage dort, meinte Martha. Bestimmt verwest er schon und es stinkt fürchterlich. Ich habe doch gesagt, dass ich an ihm meine Kraft zeigen werde, entgegnete Jesus. Dann rollten sie den Stein weg. Jesus dankte Gott. Danke, dass du mich hörst. Dann rief er dem Grab zu: Lazarus, komm heraus! Sofort wurde Lazarus wieder lebendig und kam aus dem Grab gelaufen. Er war immer noch in Leichentücher eingewickelt. Viele, die das sahen, glaubten jetzt, dass Jesus wirklich von Gott geschickt wurde.